kiss me, lover. Musik ist mir Glück. Ohne Musik lachen, stell ich mir unmöglich fühl. Zapfenstreich gemacht haben, denn Sie wissen, Zapfenstreich ist ein Ende. Und für mich ist das ganz besonders ein besonderes Ende, weil ich mit meiner Tätigkeit, ich bin nun über 90, dieses Ende Schluss mache. Aber erstens einmal möchte ich nur sagen, ich gebe weder unsere Prinzipien auf, noch unsere Aufgaben auf. Nachfolger habe, der wesentlich jünger ist, der wesentlich unternehmender ist, notwendigerweise, und der außerdem entschlossen ist, für vieles einzutreten, was er schon bewiesen hat. Dass er zufällig auch mein Sohn ist, ist noch schöner für mich. Besondere Freude ist und eine ganz besondere Ehre ist und natürlich auch eine ganz besondere Verpflichtung ist, dass ich heute hier vor Ihnen stehen darf und eine wesentliche Aufgabe für unsere gemeinsamen Ideale und Ziele übernehmen darf. Auch an der Stelle ganz besonders bedanken. Sie wissen genau, einer alleine ist gar nichts. Man braucht immer viele Mitarbeiter. Und ich möchte hier natürlich gerne stellvertretend den Präsidenten der EGS und den Generalsekretär erwähnen, die mit ihren ganzen Mitarbeitern eine unglaubliche Arbeit für uns alle leisten. Ganz großen persönlichen Helden sind, der einen persönlichen Mut bewiesen hat und der auch als Schütze auch bei uns im Orden ist. Und das ist der ehemalige Staatspräsident von Litauen, Vytautas Landsbergis. Er hat nicht nur Litauen in der schwierigsten Zeit unter sowjetischen Okkupation in die Freiheit geführt. Er war jemand, den ich damals, während Litauen besetzt war, besuchen durfte im Parlament. Und ich weiß genau, dass er damals gewusst hat, dass sein Leben eigentlich keinen Cent mehr wert ist. Und er hat trotzdem zu seinen Grundprinzipien und zu seinem Glauben gestanden, hat mit seinem Mut und seinem Auftreten gezeigt,
wie wichtig es ist, dass wir für unsere europäischen Grundprinzipien, unsere europäischen Grundgedanken eintreten. Und damit ist er für mich auch ein Symbol, dass wir nie vergessen dürfen, wie groß ganz Europa ist und dass wir nicht nur für uns, sondern immer auch für unsere europäischen Nachbarn eintreten müssen. Es gibt ein Zitat, das er sehr häufig verwendet und das, glaube ich, auch gerade auf die Schützen sehr gut zutrifft. Er sagt immer, wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wohin er geht, weil er nicht weiß, wo er steht. Und es ist, glaube ich, gerade auch unsere Aufgabe als Schützen, die wir wissen, wo wir herkommen, die wir wissen, wo wir unsere Wurzeln haben, die wir mit unserem eigenen Grund und Boden auch entsprechend verwurzelt sind, mit unserem Glauben verwurzelt sind, dass wir den Weg in die Zukunft weisen, weil wir auch genau wissen, wie heute stehen. Das ist unsere Aufgabe und nach der werden wir auch arbeiten. Danke vielmals.